Blut geben rettet Leben. So wirbt das Deutsche Rote Kreuz regelmäßig für seine Blutspendeaktionen. Bis zu einem halben Liter Blut wird den Spendern bei einer solchen Aktion abgenommen. Aber nicht jeder kann Spender werden. Grundsätzlich dürfen Damen und Herren spenden ab dem 18. Lebensjahr. Dementsprechendes Alter wird vom Blutspendedienst festgelegt. Das heißt, mit der Volljährigkeit begonnen darf man Blut spenden und das älteste Alter liegt bei 65 für die Erstspende und für die Mehrfachspende wurde das, soviel ich weiß, glaube auf 71 erweitert, wobei hier ein ärztliches Attest dann vorliegen muss. Die körperliche Gesundheit der Spender muss natürlich auch gewährleistet sein. In einem Fragebogen muss jeder Spender Angaben zu seinem Gesundheitszustand machen. Für die optimale Kontrolle gibt es danach noch eine ärztliche Untersuchung. Auch der Eisenhaushalt im Blut wird untersucht. Der gewährleistet die schnelle Reproduktion des fehlenden Bluts im Körper. Also die Blutspenden von einem Tag werden am selben Tag wieder verarbeitet, werden dann in die einzelnen Blutpräparate zerlegt. Also man hat dann auf der einen Seite mal die roten Blutkörperchen, das ist das Erythrozytenkonzentrat. Dann hat man das Blutplasma und noch zusätzlich die Thrombozyten, also die Blutplättchen. Also eine Blutspende wird immer zerlegt in drei Teile und je nach Bedarf kann dann eine Klinik sagen, wir brauchen Erythrozytenkonzentrate oder wir brauchen Plasmakonzentrate. Also die können das dann bestellen, wie dann der Bedarf im normalen Klinikalltag sich darlegt. Deshalb ist es wichtig, dass viele Leute zum Spenden kommen. Frauen dürfen 4-mal und Männer 6-mal jährlich spenden. Heino Klaus und seine Kollegin Andrea Böhm haben ihre ganz besondere Geschichte, warum sie immer wieder zum Blutspenden kommen. Ja, ganz einfach, weil ich das schon seit 16 Jahren mache und einfach was Gutes der Gemeinheit tun möchte. Weil ich eine ganz seltene Blutgruppe habe und deswegen gehe ich jetzt dann halt her, weil die seltene Gruppe hat normalerweise ja, sie fehlt und deswegen spende ich. Um die Spenden nicht zu verwechseln, bekommt jeder seinen eigenen Blutspendepass mit persönlichem Strichcode. Dadurch können die Spenden später zugeordnet werden. Auch der Verwendungszweck des Bluts ist schon im Voraus festgelegt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass jetzt im Endeffekt das Blut nicht für die Verkehrsunfälle, so wie man oft annimmt, benötigt werden, sondern eigentlich sind es eigentlich die Krebspatienten, also die an Krebs erkrankt sind. Die brauchen sehr, sehr viele Blutpräparate und es ist sozusagen der tägliche Bedarf, der in den Kliniken in Baden-Württemberg zum Beispiel da ist, ja, der wird dann eigentlich jetzt oft nicht gedeckt durch die Blutspendeaktion, die wir jetzt sozusagen anbieten. Und somit dann auch immer der Aufruf kommt, dass die Bevölkerung Blut spenden sollte. Wer also über 18 und körperlich gesund ist, sollte das nächste Mal dabei sein, wenn es wieder heißt, Blut geben rettet Leben. Denn jeder gewonnene Liter Blut kann helfen.